Das sind die Top 5 lustigsten Roblox-Spiele auf der ganzen Welt. Manche Spiele sind so lustig, dass wir vor Lachen nicht mehr weiterspielen können. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, um nicht das lustigste Roblox-Spiel zu verpassen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wow. Baby Broxo, was machst du denn hier draußen? Sag ich mal, wurde ausgesetzt. Du wolltest doch hier in den Gulli reingehen, sag Nein, mal. Nein, ich wurde ausgesetzt. Hilfe. Ist klar. Zeig erstmal her, geht's dir denn ziemlich gut gerade? Ja, ich sehe, dir geht's eigentlich. Nein. Eigentlich geht's dir, bist du doch zufrieden. Wieso, was los? Nein. Baby? Nein, mir geht's nicht gut. Wieso, was ist denn los, sag mal? Ich will nicht. Ich wurde ausgesetzt auf der Straße. Nein, alles. Du bist ein Storchenbaby. Wir können von mir aus, kannst du hier auch ein bisschen spielen, wenn du willst. Darf ich im Sand spielen? So. Ja, buddel ruhig ein bisschen rum, aber ich passe hier ein bisschen auf. Du siehst, das ist schon Nacht, ne? Also, ja, ich sehe das gerade. Und nachts laufen hier auf jeden Fall ein paar komische Gestalten rum. Okay, dann baue ich jetzt ein bisschen was. Guck mal hier. Wow. Eine Sandburg. Sag noch mal, eine Sandburg. Gar nicht schlecht, du. Das ist gut, ne? Cool. Cool. Guck mal, wie cool. Ja. Und ich kann sogar hier reingehen. Okay. Da gehst du nicht rein. Nein, auch Manu. Oh, komm mal lieber mit. Du darfst von mit. Von mir aus darfst du noch ein bisschen schaukeln. Ja. Aber dann reicht es das. Dann reicht es auch, okay? Okay. Sag mal, ist die Schaukel kaputt oder was? Die Schaukel ist kaputt. Na gut, dann kommen wir hier rein. Wir sind hier zu unsafe hier draußen. Ich möchte mal rutschen draußen auf der Holzrutsche. Also, das können wir gerne morgen machen. Oh. Aber von mir aus. Kannst du jetzt hier mit dem Flugzeug spielen? Siehst du das? Wenn du willst, darfst du damit ein bisschen rumspielen. Guck mal. Oh, das sieht aber schön. Yeah. Guck mal, gar nicht verkehrt, du. Dummes Spielzeug. Und kannst du auch hier ins Haus rein? Ich guck mal. Nee, ich kann leider nicht ins Haus rein, aber. Okay. Hä? Geht's dir denn noch gut, Broxo? Broxo, wo bist du? Hallo, ich sehe dich da nicht hinter dem Teddybär. Nein, oh Mann. So, ich check mal durch hier, dir geht's immer noch ziemlich gut. Das ist doch gut. Hast du eigentlich Durst? Ich hab Durst. Kauf mal da irgendwas beim Shop oder so. Ich hab Durst. Mhm, okay, ich stehe mal hier hin. Gibt's hier irgendwas Leckeres hier? Pass auf. Ja, also, genau, du kannst es hier beim Shop. So, okay. Und was willst du denn haben? Hättest du Bock auf Schokolade oder ein Eis? Willst du ein Eis haben? Hm? Na komm, ich kauf dir ein Eis. Broxo! Baby Broxo! Baby Broxo! Wo bist du? Oh, wo bist du hingelaufen? Freiheit! Oh. Freiheit! Juhu! Ey, nein! Freiheit. Hey! Ey, so Manu! So ist brav! Danke, dass du mir geholfen hast. Manu! So, du kommst her jetzt, sag mal. Ich habe da extra ein Eis für dich besorgt und du willst hier abhauen, oder ja, was? Ja gut, dann will ich jetzt ein Eis haben, okay? Hm, dann setz dich mal hier hin. So, hier, komm. Ja. So, ja. Hier, darfst du was von dem Eis haben. Hier, schmeckt das gut? Okay. Ja. Schmeckt in Ordnung, ich kann muss gucken. Ich sagen. Wir können von mir aus hier, komm, ich hol dir auch noch eine Freundin hier. So, alles klar. Broxo? Ja? Du setzt dich hier, guck mal, die sind hier am Heulen, sag mal. So. Hallo, jetzt kommt doch mal mit hier, Mann. Warte mal, ich möchte hier mit dem Nudelholz spielen. Oder mit, ich möchte Milch haben. Ich setz dich zu den beiden Mädels. Ich mag den nicht. Du willst, kannst du dich zu den beiden Mädels setzen. Ich mag keine Mädchen. Wieso das denn nicht? Weiß ich nicht. Hier ist ein Gameboy, damit darfst du zu den auch spielen. Aber nee, dafür darfst du auch nicht spielen. Damit ey, nein, ich wollte mit dem Spielzeug da gerade spielen. Nein. Das gibt's hier nicht. Das gibt's hier nicht. Bitte lass mich runter. Ja, ich setze dich hier hin. Ich muss ganz kurz einmal mit deinen Eltern telefonieren. Du kannst gerne mal. Hä? Hey! Du hast Durst, ich will spielen! Du willst nicht spielen, du hast einfach nur Durst. Ich will spielen! Baby Broxo. Komm mal mit, wir holen dir einfach mal was zu trinken. Hier. Ich will spielen! Ja, du kannst ja gleich spielen. Dir geht's gleich schon wieder viel besser. Nein! Doch, hier! So. Was ist das? Okay, ich setze dich hier mal hin. Du bleibst bitte da drin. So, setz dich da mal rein. Baby Broxo! Hey! Hey, was war? Setz dich bitte mal auf den Stuhl da. Okay. Also, setz dich da bitte hin. Ja. Oh. Ja. Oh! Wieso kann ich den nicht hinsetzen? Sag mal! Lass mich doch so, los. Jetzt aber, jetzt bleibst du bitte kurz da. Hier, die Milch wird hier schon vorbereitet, ich sehe es gerade. Ich muss auf dem Boden sitzen. Ja, Hilfe, ich werde entführt! Nein, der gibt dir Milch. Das ist ein Kollege von mir. Der ist gut. Keine Na, Sorge. Gut, okay. Eigentlich sollte es dir doch jetzt schon wieder besser gehen, oder nicht? Nee, ich bin erschöpft. Okay, warte mal, dann nehme ich dich mal. Okay, zeig mal her da. Ich brauche Milch. Du bist ja immer noch durstig. Ich brauche Milch. Du hast ja noch gar nichts bekommen. Nein. Na gut, komm. Her, Broxo, komm mal her.
Ich hole mir hier die Milch. So, mache ich hier fertig. Okay, hier noch so ein bisschen da rein. Alles klar. So, aber irgendwie willst du die Milch gar nicht trinken, oder was? Magst du die nicht vielleicht? Doch, du musst mich damit füttern. Ja, aber ich... Die scheint kaputt zu sein oder sowas. Wie kann eine Milch kaputt sein? Ich hab Durst. Ja, die kommt ja jetzt. Hörst du das? Der besorgt dir da gerade die Milch. Der macht jetzt fertig. Ich mag ihn nicht. Ich geh jetzt weg von dir. Ah, jetzt hier. Brox, komm her. Ich hab die jetzt. Nein, hier. Jetzt will ich nicht mehr. Doch, komm mal her. Hier, komm. Hast du jetzt Milch? Da. Oh. Nimm. Alles gut. Alles ja. Gut. Ja, schon, dir geht's doch schon wieder ein bisschen besser, ja? Schon viel besser. Oh, dann aber ist doch was anderes mit dir los, oder was? Nein, alles gut. So, lass mich mal durchchecken. Okay, jetzt geht's ja auch schon. Jetzt können wir auch draußen spielen, rutschen. Wenn du willst. Ja, okay, ist jetzt ja auch schon wieder Tag. Von mir aus können wir draußen rutschen. Wir können auch in den Park gehen, wenn du willst. Das ist Park jetzt hier auch Kindergarten cool. Hier. So, ich bring dich mal hier hoch. So. Ja. Okay. Okay. Dann zeig mal, wie toll du rutschen Links kannst. Links oder rechts? Da, hier vorne. Ich fang dich auf hier unten. Pass okay. auf. Okay. Ha! Sag mal! Hey, Babyentführung! Was macht der denn? Ah, er hat mich runtergeworfen! Au! Nein, Alter, geht's dir noch gut? Ja! Ach, Baby Brock, so! Komm, wir gehen in den Park, der ist hier zu blöd. Der ist mir ja, zu blöd. Der verfolgt uns hier die ganze Zeit. Sag mal, der soll abhauen jetzt einfach. So, komm mal mit hier. Genau, lass mal in den Park mal, reingehen. Wir können hier, guck mal, da rechts siehst du den Park, wir können hier auch noch ein paar Sachen angucken. Ne? Wir Kannst können du dir ein Haus kaufen? Wir können, wollen wir uns mal eins angucken, einfach so? Da, guck mal, hier? 200 Coins, da kannst du das... Oh, guck mal hier, das wäre unser eigenes Haus. Cool, das wäre ja richtig cool, sag mal. Für 200 Warte, Coins kann kannst du das mieten. Ich guck mal, ob ich das... Ja, okay, dann pass auf, ich würde sagen, ja, ich hab's gemietet. So. Ich will auf dieses Schweinchen-Dings rauf. Warte mal, hier ist noch ein Baby. Wie? Sag mal, wo kommt die? Ey, die hat hier eine Babytür, da komm ich nicht durch. Was? Ey, die ist durchgezogen. Oh. Ich höre hier irgendwas. Hast du die Windeln gerade gemacht? Nein. Sicher nicht? So, nein! Doch, du hast in die Windel gemacht, du Ferkel! Nein! Du bist da so eine Sau, du! Hab ich gar nicht! Okay, dann brauchst du jetzt mal erstmal eine neue Windel. Das kam nur von der Milch. Ja, ja, so, pass auf. Ich kann nichts dafür. Ah, oh, mein Kleiner, alles gut, alles gut. Also, pass auf. Ich pack dich da hin. So, ich nehme hier mal eine Windel von hier oben. So, hab ich. Und jetzt komm mal her. Ich muss wieder auf den Wickeltisch legen. Komm mal her, mein kleiner Baby Broxo. So, ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay, und so. Beine und hoch! Und jetzt kriegst du eine neue Windel. Beine hoch! Was ist denn das für ein Gestank? Das ist ja mega räudig! So, jetzt sollte es ja wieder besser. Sag mal, wieso bist du denn immer noch am Heulen? Ich Weil du gesagt hast, ich bin räudig. So, komm. Du musst doch mal auf Klo, oder? Nee, dir geht's gut. Ich hab du bist hungrig. Jetzt will ich ganz viel. Ich bin ein nerviges Baby. Oh mein Gott, du bist ja einfach nur. Also, das glaube ich nicht. So! Komm hier. Und mir geht's nicht so gut. Hier, ich hab was zu essen dabei. Komm her. Dann kriegst du. Kommst du wohl her? Baby Broxo? Ich hab den Stuhl am Mund. Du kommst her jetzt. So. Also. Ja, ich weiß. Ich muss nur kurz gucken, wo ich dir was zu essen gebe. Ich glaube, du musst dich dafür da hinsetzen. Mir geht's nicht so gut. Wie, dir geht's nicht so gut? Mir geht's nicht so gut. Okay, wie du willst. Ja, ist doch kein Problem. Ich kann auch hier einfach gerne mal. Kommst du jetzt mal her? So, pass auf, wir gehen rein und dann werde ich dich in so einen Stuhl setzen und dann kriegst du auch was zu essen, Brox. Dann geht's dir auch wieder besser, ja? Aber ich brauche irgendwie, weiß nicht, mir geht's nicht so gut. Wie, dir geht's nicht so gut? Ich glaube, ich bin krank. Ja, okay, warte mal, dann bringe ich dich hier einfach am besten mal zum Arzneiraum. Da bringe ich dich gleich hin. Ja. Ja, da bringe ich jetzt dahin. Hier, komm, also Medical Center, setz dich mal dahin hier. Ich setz mich rein. Okay, so und ja, also ich hole kurz mal ein bisschen Medizin hier. So, alles klar. Also, komm mal her, Broxo. Du kriegst hier ein bisschen Medizin und... Ja. Warte mal, ich habe doch jetzt die Medizin schon aufgesammelt, sag mal. Wieso kann ich dir das nicht mehr geben? Aus dem Schrank. Aha, jetzt hier. Okay, behandeln. Ist ja gut, mein Kleiner. Ja, ist doch gut. Ist ja gut. Mano. Dir geht's doch jetzt schon wieder viel besser, oder was? Brauchst du noch mehr Medizin? Mir geht's immer noch schlecht. Du brauchst eine Spritze, glaube ich. Nein, ich will keine Spritze. Du brauchst eine Spritze. Nein. So, komm mal her hier. So, und... Rein mit der Spritze! So. Hilfe! Okay. Nein, bitte nicht. Alles klar. Okay, ich möchte doch keine Spritze haben. Jetzt bin ich auch noch dreckig. Hier. So, da ist die Medizin. Für dich ist ja gut. Das ist nur ein bisschen Hustensaft. Alles gut. Na gut. So, das sollte doch wieder klar gehen, oder nicht? Ja, ist ja gut, mein Kleiner. Ich bin hungrig. Ich bin durstig. Ich bin dreckig. Oh mein Gott, was bist du denn alles? Oh mein Gott. Ich bin alles. Ist ja gut. Ich hol dir. Du kümmerst dich gar nicht mit dir, Mann! Ich bin mit dir einfach überfordert!
kümmere dich. Oh, hier, komm, ich bade dich ein bisschen. Ich dachte, ich wäre ein guter Babysitter. Nein. Aber mit so einem hellen Baby. Nein, du bist einfach... Mit so einem hellen Baby kann man doch einfach nicht verzweifeln. Du bist einfach blöd. Oh, okay, komm mal her. Was hast du denn jetzt noch für Probleme? Du bist doch hungrig und durstig. Das ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Ich hab Hunger. Ist doch alles gut. Ja, ist doch gut. Also, hier. Also, kriegst erstmal was zu essen. Hier für dich. Sehr schön. Schmeckt dir doch, oder? Schmeckt das gut? Das schmeckt gut. So soll das auch sein. Das ist echt gut. Das ist lecker. Okay. Und hier, ich habe immer noch Durst. Das glaube ich nicht. Okay, dann mache ich hier mal kurz eine... Ja, ist ja gut. Du kommst ja gleich dran. Du. Ich mache hier kurz mal eine Milch fertig. So, und... Hey. Los. Hey. Ja, ich hab sie. So, komm mal her. Und jetzt kriegst du hier noch die Milch. Hier, Brox, ist ja gut. Ist ja gut, sag mal, ne? Oh. Gibt doch gar nichts, wieso du weinen musst. Oh. Ist doch alles entspannt. So, musst du jetzt nochmal gewaschen werden? Kannst du mir aus dem Automaten eine Cola holen? Wenn du willst, kann ich dir auch eine Schokoladentafel holen. Was willst du lieber? Eine Cola oder Schokolade? Okay, eine Cola, das ist doch kein Problem. So, setz dich mal dahin. Und eine Cola. Okay, hier kaufe ich. Habe ich gekauft. Sag mal, hast du dir eine eigene gekauft? Oh, lecker. So, dann würde ich doch mal fast sagen. Hier, du kriegst jetzt erstmal einen Schnuller rein. Nein. Oh Gott, ich trinke hier selber die Cola. Ja, die habe ich selber gebraucht, Goxo. Die habe ich selber gebraucht. Dann kaufe ich doch mal hier eine Schokolade, so. Lollipop. Ja, ein Lolli darfst du auch. Ja. Er bringt dich ins Bett. Nein, ich will noch nicht schlafen. Du bist doch müde, sag mal. Du bist doch müde, Broxo. Ach, Baby Broxo, schlaf schön. Wir sind endlich bei dem riesen aufblasbaren Park angekommen. Ja, Leute. Unsere heutige Mission ist es nämlich, alle 14 Sterne zu finden, die hier versteckt sind auf diesem Park, Leute. Und ob wir es schaffen... Ist natürlich die Frage, ihr könnt natürlich dabei helfen, indem ihr jetzt einmal ganz kurz ein Like und ein Abo da lässt, Freunde. Dreht auf jeden Fall noch einmal ganz kurz euer Handy und drückt auf die Glocke. Dann werdet ihr nämlich kein Video mehr verpassen hier. Ihr kommt nämlich täglich Roblox-Folgen extra für dich. Und hier ist sogar noch so eine Donation-Wand. Aber guck mal, da steht ja einfach Abonnieren drauf, Leute. Wie cool ist das denn? Einfach ein Abonnierzeichen. Das ist ja echt cool. Deswegen drückt auf jeden Fall mal da drauf, Leute. Wir können jetzt hier auf jeden Fall einmal ganz kurz ein bisschen so die Map erkunden. Wir hören ja auch im Hintergrund die Musik. Als wäre eine richtige Party am Start, Leute. Dann geht es auf jeden Fall erstmal für uns hier schön in den Park hinein. Und wir haben jetzt hier so ein paar verschiedene Sachen, die wir uns holen können. Einmal so eine Wolke. Ach so, das kostet alles Geld. Das können wir uns ja vielleicht noch später kaufen, Leute. Hier noch so ein Motorrad einfach. Wie viel kostet das hier? Oder dieses Hoverboard? 65 Robux. Das geht sogar eigentlich noch. Ist eigentlich noch voll in Ordnung. So, mal gucken. Wer bist du denn jetzt hier? Können wir überhaupt hier in den Park rein, ist gerade die Frage. Was steht denn da drauf? Lass jeden rein. Oh, das bedeutet, wir können, glaube ich, jetzt hier in den Park reingehen. Wir fällen wir schon mal. Und hier ist direkt der erste Stern am Start, Leute. Hier, zack. So funktioniert das Ganze. Jetzt haben wir schon mal 1 von 14. Und ich sehe gerade, hier vorne ist sogar noch ein Stern. Das heißt, wir können da schon mal direkt noch einen Stern holen. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Schon mal außerhalb des Parks. Und Alter, da sehe ich auch noch einen Stern. Leute, das sieht ja richtig, richtig cool aus hier vorne, ne? Können wir hier auch nochmal auf diese lilanen Teile rauf? Können wir da irgendwie Boote oder so beschwören? Ja, ein Jetski. Guck mal hier. Kann ich auch fahren? Ah, ich kann auch fahren. Ja, ich bin auf dem Jetski, Leute. Und kann ich jetzt hier auch noch auf das Teil raufgehen? Springen wir irgendwie hoch oder so? Nee, ne? Kann ich schwimmen? Ja, ich kann sogar schwimmen und bin durch die Map gefallen. Das ist aber natürlich alles kein Problem. Lass uns mal hier ganz kurz durch den offiziellen Eingang gehen, Leute. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel noch ein paar andere. Hier, Kardalis. Hallo, Kardalis. Oder hier sind noch so Skateboards und so. Und was ist das denn hier? So eine Hüpfburg. Leute, hier ist einfach eine Hüpfburg. Können wir hier drin auch hüpfen? Ja, anscheinend. Anscheinend sogar schon. Aber ich habe gerade eben was ganz, ganz Cooles gesehen. Und zwar hier dieses Drehteil, ja. Das sieht ja mal richtig, richtig cool aus. Ich habe sogar schon mal sowas in echt gemacht. Und das kann auf Dauer richtig, richtig anstrengend sein. Wenn man zum Beispiel zwei hat, wo eins nach unten geht... Und eins nach oben. Das bedeutet, dass man über eins rüberspringen muss und über das andere muss man sich so ducken. Aber was passiert, wenn es das berührt? Oh, ey, dann werden wir umgehauen. Na gut, okay. Kann ich das Ding auch sogar betätigen hier? Nee, ich glaube nicht, ne? Dafür habe ich leider keine Rechte. Aber echt cool zu sehen und... Leute, ihr glaubt nicht, was ich da gerade gesehen habe. Aber das müssen wir auf jeden Fall einmal ganz kurz durchziehen. Pass auf, dann gehen wir jetzt hier mal schön hier rein. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier sind so coole Sachen. Komm, wir nehmen die SpongeBob-Rutsche. Ja, wir nehmen die SpongeBob-Rutsche, Leute. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz hier hoch und rutschen jetzt mal hier runter. Warum geht denn die Rutsche gerade nicht so gut? Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die großen Rutschen rauf, weil wir müssen ja auch noch irgendwie diese 14 Sterne finden, beziehungsweise jetzt noch 12. Mal ganz kurz gucken hier. Haben wir jetzt hier noch eine Rutsche? Ja, komm, dann rutschen wir mal hier. Yeah, runter.
Okay. Kann ich auch hochrennen? Ja, gut, ich kann zum Glück auch hier wieder hochrennen. Weil das ist jetzt quasi... Boah, wie viele gibt's hier denn, bitteschön, Leute? Hier sind ja so viele... Oh, nein! Nein, 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 nein. Okay, an der Seite. Oh, ich bin fast runtergefallen. Also hier geht es auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Wir können auch theoretisch diese Rutsche runtergehen, aber hier ist auch wieder kein, kein Stern. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Komm, wir gehen jetzt hier nochmal ganz kurz die Treppe hoch. Hier noch weiter hoch sogar. Bis ganz nach oben, Leute. Alles klar, wo sind wir denn wir hier gerade gelandet? Und jetzt können wir, glaube ich... Ah ja, hier ist ein Stern. Hier ist so, eine Aussichtsplattform, wo wir jetzt hier quasi auch chillen können, so mit unseren Freunden. Einfach entspannt den Park genießen. Dann sind hier noch allgemein so Sitze und Tische, wo man noch zum Beispiel essen kann und so. Echt mega cool gemacht. Oder könnte ich natürlich auch hier hingehen und nochmal ein bisschen weiter reingehen, um dann noch eine höhere Rutsche zu finden. Guck mal, wie hoch wir gerade einfach schon sind. Hier, direkt schon der nächste Stern, Freunde. 4 von 14. Und hier ist noch ein Stern. Was? Leute, wie viele... Oh, noch ein Stern. Was? Wir finden ja richtig viele Sterne hier gerade. Wie cool ist das denn? Ich weiß gar nicht. Ich möchte am liebsten hier alles rutschen, aber es geht, glaube ich, gar nicht, ne? Oh, yo, und direkt in den nächsten Stern rein. 7 von 14. Nein, muss jetzt wieder ganz nach oben gehen. Oh nein, Leute, ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal ganz kurz irgendwie so ein Hoverboard oder sowas, damit wir hier ein bisschen rumfliegen können. So, komm, fliegende Wolke. Dich kaufe ich jetzt für 200 Robux. Ist auf jeden Fall noch in Ordnung, Leute. Ich habe schon mal teurere Sachen erlebt und jetzt können wir hier... Kann ich jetzt auch fliegen? Habe ich mir die jetzt gerade einfach so gekauft, ohne fliegen zu können? Warte, dann will ich mir mal den Enterhaken kaufen, weil der Enterhaken, der muss ja, für 100 Robux, der muss ja eigentlich was machen, ne? So, Enterhaken, Enterhaken? Hallo? Ja, also anscheinend ist gerade was passiert, was ich euch nicht empfehlen kann. Ich habe mich gerade einfach respawnen lassen und jetzt sind einfach meine ganzen Sachen weg, obwohl ich gerade dafür Geld ausgegeben habe. Also hier am besten keine Robux ausgeben, wenn ihr das ausspielen wollt. Dann würde ich es mal sagen, gehen wir nochmal wieder nach oben. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber kein Problem. Und dann schnappen wir uns nochmal die nächsten Sterne hier und rutschen mal ein paar Rutschen runter. Habe ich jetzt hier vielleicht noch irgendwelche Sterne oder so verpasst, Leute? Ich glaube nicht, oder? Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Hier noch irgendwie runterrutschen oder so? Ich glaube, hier ist noch eine Rutsche, ja. Und da unten sehe ich einen Stern. Das heißt, komm, wir... er rutscht irgendwie nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, warum er... Jetzt können wir hier vielleicht rutschen. Ey, er rutscht auch nicht. Warum rutscht der denn nicht? Dann laufen wir halt hier runter. Auch kein Problem, Freunde. Dann können wir auch einfach hier runterlaufen und schauen wir uns hier mal ganz kurz den Stern. Und ich habe gerade sogar noch rechts hier einen Stern gesehen. Und zwar hier bei der Rutsche. Und da ist ja noch ein Stern. Leute, hier. 9 von 14 jetzt schon. Und jetzt haben wir hier vorne sogar auch noch einen Stern. Und dann noch einer daneben. Oha. 10 von 14. Und jetzt haben wir schon 11 von 14. Was? 12 von 14 Sterne? Hey, wie cool ist das denn? Wir haben schon, uns fehlen gerade nur noch 2 Sterne. Dann haben wir quasi den ganzen Park, glaube ich, durchgespielt oder so, ne? Na gut, dann halten wir so noch mal ein bisschen Ausschau nach 2 Sternen, die noch übrig geblieben sind. Dass wir die vielleicht noch irgendwie finden. Weil hier haben wir jetzt gerade schon welche genommen. Wir können gleich nochmal hier ein paar Rutschen runterrutschen. So, haben wir hier vorne noch irgendwas? Irgendeine coole Rutsche oder so? Ich glaube, wir können hier... Wir können nochmal ganz kurz hochgehen. So... Und dann rutschen wir mal von einer richtig coolen Rutsche runter. Ne, es ist, glaube ich, nur eine Aussichtsplattform, ne? Komm, dann gehen wir mal nach unten zu der einen Rutsche, wo wir hier rutschen konnten. Ich glaube, es war noch ein weiter runter, oder? Hier? Ja, die, komm. Wir rutschen jetzt mal hier runter, Leute. Und zack, in der Röhrenrutsche. Yeah! Ey, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ja, ab ins Bällebad. Ab ins Bällebad, Leute. Ist hier vielleicht noch irgendwo... Ah, was, hier ist echt ein Motorrad? Können wir das benutzen? Geht das? Ja, wir können hier mit dem Motorrad rumfahren. So, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Das will irgendwie nicht funktionieren. Nee, schade, Leute. Na gut, dann halten wir auf jeden Fall nochmal Ausschau nach vielleicht den letzten beiden Sternen, dass wir die dann finden. Weil dann können wir, glaube ich, irgendwie etwas Besonderes bekommen. Oder kriegen wir irgendwas Besonderes? Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas haben. Ja, hier sind noch auf jeden Fall ein paar Hüftbogen und so. Können wir hier noch hochklettern? Ich weiß gar nicht, können wir hier hochklettern? Nee, ne? Auch nicht, leider. Na gut, dann gehen wir jetzt hier mal ganz kurz nochmal um die Ecke. So, lauf, 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 lauf. Und dann haben wir hier auch nochmal so einen kleinen Parcours über Sachen, die wir so rüber müssen. Ich hatte auf jeden Fall noch Ausschau hier nach 2 Sternen. Ich habe bisher noch nichts gesehen. Hier auch so diese Nudeln sind hier alle am Start. Okay, mega cool. Und zack, auch schon wieder den Parcours geschafft. Sterne, wo seid ihr? Ich suche euch. Kann doch nicht angehen, dass wir jetzt hier die letzten 2 Sterne nicht finden, Leute. Die müssen doch hier irgendwo versteckt sein, oder nicht? Vielleicht müssten wir am besten einfach mal auf eine ganz, ganz hohe Aussichtsplattform. Und dann können wir von... Ah, wahrscheinlich auch im Labyrinth drin, ne? Locker, ey, locker sind auch Sterne im Labyrinth drin. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, indem wir jetzt hier hochgehen. So, aufgeführt den höchsten Turm dann. Alles klar. Und dann können wir, glaube ich, hier mal weitergehen. Ist hier vielleicht... Genau, hier war der hohe Turm. Ich gucke mal schon mal von hier oben. Ist hier vielleicht im Labyrinth ein Stern oder so drin? Ja, oder? Ist da einer drin? Ja, es ist ein Stern.
Ja, okay, also wir haben schon mal einen Stern im Labyrinth. Gehen wir doch am besten jetzt mal hier ins Labyrinth, um diesen einen Stern zu bekommen. Und ich glaube, ich weiß sogar schon noch, wo der letzte Stern sein kann, Leute. Hier, wir gehen mal ganz kurz hier so ein bisschen gucken. Sterni, bist du hier irgendwo? Wo hast du dich versteckt? Sterni, bist du... Ja, wir haben den Stern bekommen, Leute. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur hier aus dem Labyrinth rausgehen. Genau, ich glaube, hier war der Eingang, oder? War hier der... Ja, hier war der Eingang. Perfekt, genau. Und ich glaube, der letzte Stern war nicht mal am Anfang, habe ich glaube ich einen gesehen in der Ecke irgendwo, weil wir brauchen jetzt nur einen, Leute. 13 von 14 haben wir jetzt hier. Und ja, da vorne seht ihr auch den Stern. Ich sehe ihn auch. Da suchen sich die anderen auch schon welche den Stern aus. Guck mal, jetzt hier schnell laufen, Leute. Ja, hier wird sogar schon Party gemacht, weil ich schon fast den letzten Stern habe. Und jetzt komm. 3, 2, 1 und ja, wir haben alle Sterne und ein neues Abzeichen bekommen, Leute. Stars von Play. Das ist das heftigste Malbattle, was ihr jemals in Roblox gesehen habt. Wir werden drei verschiedene Sachen malen. Let's go. Ich werde hier wie heute schlagen, Kaspar. Nicht lange Malduell. Guck mal, was ich hier hinmal. Lol. Und auch so ein Smiley. Zack. Ey, wie cool ist das denn? Okay. Also wir wollen ein Malduell machen, ja? Also, Ja, also das Ding ist, ich würde sagen, wer kann den besseren Hagiwagi malen? Und 5 Minuten hat man Zeit. 5 Minuten Zeit. Okay, ich mal, glaube ich, an welcher Wand willst du malen? Also ich gehe um die Ecke und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und mach dir einen 5-Minuten-Timer. Ja, bis gleich. Bis gleich. Also, alles klar, Freunde. Mein 5-Minuten-Timer ist gestartet. Das ist jetzt hier meine Wand, um Hagiwagi zu malen. Wir können zum Beispiel auch hier erstmal anfangen, ein bisschen so diese Farbe zu ändern. Das heißt, wir müssen jetzt einfach hier schön so blau nehmen. Was Kaspar nicht weiß, ich habe hier Hagiwagi jetzt gerade links neben mir offen und gucke jetzt, dass ich den vielleicht so perfekt so nachmalen kann. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier ganz kurz so den Kopf, Freunde. So diesen Hagiwagi-Kopf. Haben wir jetzt schon mal gemacht. Dann können wir hier, glaube ich, schon mal die Arme machen, Freunde. So, das heißt, hier schon mal so ein bisschen so diese Arme von Hagiwagi. Okay, okay, joa. Die gehen hier so ein bisschen in seinen Kopf rein. Und dann müssen wir nochmal hier den anderen Arm, Leute. Ja, so. Okay, auch jetzt hier wieder. Und dann wieder zack. Okay, sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Schon mal so ein bisschen Grundriss Hagiwagi. Und dann nochmal ganz kurz hier die Hose hinmalen, Leute. Das heißt hier, das wird dann jetzt hier so ein bisschen die Hose. Und die geht dann jetzt nochmal hier nach unten. So, dann zack, 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 zack. Und dann hier wieder ganz kurz zu. So, schon mal jetzt die Hagiwagi-Hose. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir so ein bisschen Hautfarben nehmen. Weil, oder, beziehungsweise, ja, nicht so ganz Hautfarben. Ich habe mein Hagiwagi ist halt so ein bisschen hautfarbenmäßig. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal schon mal auch ein bisschen so diese Größe hier ein bisschen größer. Das heißt, das haben wir schon mal auf 0,8 gestellt. Jetzt können wir hier schon mal anfangen, ein bisschen den Körper auszumalen. Das heißt, hier ganz vorsichtig, Leute, müssen wir jetzt hier diesen Körper ausmalen. So, okay. Erstmal ganz kurz den Rand. Danach können wir auf jeden Fall das schnell ausmalen, Freunde. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier, zack, wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir den irgendwie so ein bisschen fusselig machen können. Okay, jetzt können wir hier entspannt, ja, alles hier einmal ausmalen. So, okay. Zack, 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 zack. Ich hoffe, der Hagiwagi wird gut aussehen. Also sieht ein bisschen besser aus in meiner Vorstellung. Aber, ja. Also pass auf, wir machen jetzt hier schon mal ein bisschen blau weiter, Freunde. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal das Blaue ein bisschen ausfüllen. Und dann müssen wir gucken, dass wir den so ein bisschen gleich haariger machen außen. Das sollten wir auch ganz easy hinbekommen mit so leichteren Linien. So, jetzt mal ganz kurz hier so ein bisschen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben jetzt nicht genau dieselbe Farbe. Was auch vielleicht gar nicht mal so schlecht aussehen wird. So, hier nochmal ganz kurz ein bisschen. So, und hier die Hose jetzt mal ausmalen. Ich glaube, wenn wir das schon das Grundgerüst haben und da hier auch das Gesicht, dann ist es schon mal gar nicht mal so schlecht. Und jetzt hier schon mal zack, bisschen ordentlich malen, Freunde. So, ich sage, ich werde unbedingt Kaspar schlagen. Wir werden heute auf jeden Fall noch ein paar andere Malbattle haben. Das heißt, ich werde ihn unbedingt schlagen müssen, Freunde. Ihr schreibt auf jeden Fall dann in die Kommentare, was ihr denn besser findet. Das heißt, dann wird so der Gewinner entschieden werden. Durch euch dann quasi. So, jetzt hier einmal ordentlich malen. Okay. Und jetzt nochmal ganz kurz hier oben bei sein. Das können wir auch nochmal ganz kurz ausfüllen. Das heißt, hier nochmal ganz kurz die Ecken hier machen. Und dann hier nochmal ganz kurz schön ausmalen, Freunde. Auch wieder ganz, ganz wichtig. So, zack, 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 zack. Und ausgemalt. Und jetzt können wir das auf jeden Fall so machen, dass wir jetzt die Größe wieder ganz klein machen. Das heißt, wir haben jetzt hier 0,2er Größe. Und dann gucke ich jetzt mal, dass ich jetzt hier wieder weiß nehme für seine Augen. Das heißt, hier erstmal ganz kurz hier weiß nehmen. Und dann machen wir die Augen mal ganz kurz. Die machen wir jetzt mal hier so hin, Freunde. Das heißt, hier. Und wir müssen auf jeden Fall, oh Gott, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr, dass die durchschimmern. Das heißt, wir machen jetzt hier mal ein paar mehr Layers. Ich würde sagen, 6 Layers. Und die schimmern dann natürlich hier direkt durch, Freunde. So, zack, mal ganz kurz hier das Auge gleich gemalt bekommen.
So, ich glaube, ich hätte es auch einfacher machen können, indem ich einfach nur so einen Punkt gemacht hätte. So, und dann nochmal ganz kurz das andere Auge. Und zwar zack. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Timer aussieht, Leute. Aber es könnte wahrscheinlich schon ein bisschen eng werden. So, jetzt mal hier schön das andere Auge gemalt. Okay. Anderes Auge ist auch gemalt. Jetzt müssen wir schon mal den Mund wieder machen. Mund ist auch ganz wichtig. Das heißt, hier einmal ganz kurz den Mund malen. So, zack. Und dann nochmal ganz kurz hier einmal drehen. Okay. Wir dürfen den halt nicht so eckig haben. Das heißt, wir müssen einmal ganz kurz hier nochmal weitermalen. Und danach kommt gleich noch die Zunge, Leute. So, zack, zack, zack. Ganz wichtig jetzt hier wieder. Okay, okay, okay. So, und wir dürfen uns auf jeden Fall auch nicht vermalen. Also das müssen wir ein bisschen dunkleres Rot nehmen. Ich würde sagen, wir machen das Rot dann hier so zack, ein bisschen dunkler. Für dann diese Lippe. Das heißt, hier machen wir die Layers ein bisschen hoch auf so 10. Und dann kommt jetzt hier schön, Leute, seht ihr das, diese Lippe rein. Und zack, okay. So, die Augen auf jeden Fall wieder ganz wichtig. Das heißt, die Augen machen wir jetzt hier schwarz. Und da kommen natürlich jetzt erstmal so ein paar Layer wieder durch. Das heißt, ich mache jetzt hier 7 Layers. Und dann kommen jetzt hier schön die schwarzen Augen rein, Leute. Das einmal ganz kurz hier. Zack, 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 zack. So, das Auge schon mal fertig. Dann das nächste Auge, Freunde. Und oh Gott, der Timer ist um. Uiuiui, der Timer ist um, Leute. Ihr hört es auf jeden Fall gerade. Der Timer ist um, Kaspar. Ich weiß ja nicht, wie dein Hagiwagi aussieht. Meiner sieht ganz cool aus. Ich würde sagen, zeig mir erstmal deinen. Wo bist denn du angelaufen? Ich habe mich hier versteckt. Ich habe mich versteckt. Aber ich bin da. Hier bin ich. Ah, ja, hier. Okay. Dann lass uns mal zu deinem Hagi gehen. Und ich bin mal, okay? Okay, der ist halt um die Ecke. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden, leider. Aber er sieht so aus. Was ist das denn? Das ist Hagi ein bisschen dicker halt. Was ist das denn? Der hat einen gelben Bauch. Hä? Ja, und das ist halt ein wuschiger Hagiwagi. Ja, ich habe noch seine Beine vergessen. Warte, ich habe seine Beine vergessen. Ich wollte gerade sagen, die Arme sind ja länger als die Beine. Was ist denn das für ein blöder Hagiwagi? Hä, wieso? Der sieht ja voll cool aus. Der sieht ja so öde aus. Hä, dann zeig mir doch mal deinen Hagiwagi, wenn der so... Beine an, das sind ja Loser-Beine, das siehst du ja wohl. Ja, das war ja noch nicht... Dann will ich jetzt deinen Hagiwagi sehen. Ja. Alter, meiner sieht 10-mal so krass aus. Ich habe halt nicht nur den ganzen gemacht. Vor allem war dein Hagi auch voll fett gefressen. Was? Dafür hast du 10 Minuten gebraucht? Hast du 10 Minuten? 5 Minuten habe ich gebraucht. 5 Minuten, was? Hä, das ist ja voll, ist ja viel krasser als deiner. Dafür hast du 5 Minuten gebraucht, nur für so einen riesen Kopf? Hä, das sieht so krass aus. Hä? Mit den Zähnen und so, die Augen und die Lippen na, und ja, so. Naja, okay. Deiner hatte gefühlt 10 Whopper gegessen, Alter. Hallo, ja und? Da habe ich jetzt den ganzen Körper gemalt. Finale. Ja gut, dann machen wir jetzt was Neues. Ich würde sagen unentschieden diese Runde, okay? Ja, okay, unentschieden. Aber was machen wir als Neues jetzt? Dann lass uns als nächstes mal, wer das bessere Haus am See malt. Ja, Haus am See. Haus am See klingt gut. Gut, los geht's. Bis gleich, Kaspar, bis gleich. Ich sag dir, ne, ich werde so das beste Haus bauen. Alter, gar keine Chance hast du. 5 Minuten Timer ist wieder aktiviert, Freunde. Wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt hier das beste Haus bauen. Und zwar müssen wir jetzt hier vielleicht ein bisschen Abstand... Oder warte mal, ich mache das, glaube ich, hier dran, oder? Okay, pass auf, ich muss da ganz kurz überlegen. Wir haben jetzt hier so eine kleine Größe genommen. Ich würde sagen, unser Haus muss natürlich auch erstmal einen See haben. Aber ich mache auch schon mal vielleicht so ein bisschen so eine Grünfläche hin. Das heißt, hier, Leute, ich gehe mal ein bisschen raus hier, zoome mal ein bisschen raus. Jetzt mache ich hier erstmal hier schön so eine kleine Grünfläche. Das heißt, wir haben jetzt hier schön 10 Layers, alles rein da, Freunde. Das heißt, hier wird auf jeden Fall nichts ordentlich drauf gemalt. So, hier schönes Haus, beziehungsweise schöne Grünfläche. Dann kommt hier, Leute, hier kommt dann so ein bisschen der See hin. Bedeutet, hier haben wir jetzt erstmal hier einen schönen See. Ich werde auch in den See, Leute, werde ich jetzt gleich mal schön so ein kleines Boot bauen. Bedeutet jetzt hier, ich mache das Ganze jetzt mal so ein bisschen braun. Und dann wird jetzt hier erstmal ein schönes Boot drauf gemacht. Das heißt, hier, zack, Freunde, ihr seht es hier. So, und Boot ist am Start. Das werden wir jetzt auch ganz kurz wieder ausfüllen. Ey, der wird so verlieren, Freunde. Ich sag's euch, Kaspar wird so verlieren. So, jetzt machen wir erstmal die Zeit ein bisschen kleiner. Bedeutet jetzt hier einmal hoch machen, so einen kleinen Stab. Und dann kommt hier schön in weiß, Leute. So wie sich das halt auch gehört. So ein schönes, kleines, dieses Dreieck, ne? Was man halt auch immer so bei den ganzen Booten sieht. So, zack. Und dann wird es erstmal jetzt schön ausgemalt, Leute. Das muss ich ein bisschen größer jetzt machen hier, die Size. So, auf ungefähr 0,5. Und dann, jupp, einmal hier rein, so vorsichtig. Und dann hier schön fertig gemalt, Leute. So, wie es sein muss. Okay, und dann jetzt hier ein bisschen rüber malen. So, so oft wie es geht.
Schimmer wird wahrscheinlich noch ein bisschen durch. Okay, ich habe vielleicht die Lays ein bisschen hochgebracht. Aber guck mal hier, schon mal das Boot am Start. Jetzt fehlt natürlich noch das Haus. Und das Haus müssen wir natürlich auch ein bisschen braun machen. Bedeutet, ich mache das Braun jetzt hier so ein bisschen in diesem dunklen Braun. Und dann machen wir das Haus so ein bisschen anders. Ne, wir machen das Haus schon so ein bisschen dunkel, ne? So, das heißt, wir müssen hier ein bisschen Layers wieder machen, reingehen. Und dann, Leute, wird jetzt auf jeden Fall wild. Das Haus wird jetzt nämlich wahrscheinlich erstmal so ein... Guck mal, das ist jetzt hier so ein kleines Nebenhaus. So, das ist so ein kleines Nebenhaus. Dann wird hier noch das größere Haus entstehen. Das ist dann nochmal so ein bisschen höher, Freunde. So, okay. Und dann ist hier noch so ein kleiner Schuppen. So, kleiner Schuppen ist ja noch am Start. Okay, Freunde. So, hier die Dächer natürlich auch jetzt wieder gleich ganz wichtig. Erstmal muss ich jetzt hier das Ding ausfüllen. Bedeutet jetzt hier, ich muss erstmal das komplette Ding braun anmalen. So, das heißt hier ganz kurz mal, zack, Freunde, erstmal ganz kurz hier die Seiten. Hier mal schön die Seiten, dass wir gleich richtig groß reingehen können. Hier jetzt auch nochmal ganz kurz hier die Seiten malen. So, ich darf auch nicht unterschätzen, wie wenig nachher nur 5 Minuten sind, ne? So, zack. Und dann hier nochmal ganz kurz an der Seite. Und auch nochmal hier. So, Freunde, zack, zack, zack. Und so, okay. Ich sage euch, ich werde auf jeden Fall Kasper schlagen. So, jetzt muss ich die Size ein bisschen erhöhen. Auf 1,2, dann werden wir auf jeden Fall das Ganze nochmal schneller ausmalen können. So sparen wir uns auf jeden Fall ordentlich Zeit. So, zack, 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 Freunde, ganz wichtig. Okay, okay. So, okay, zack, 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 zack. So, man könnte jetzt erstmal denken, sieht vielleicht gar nicht so gut aus gerade, aber ich habe so einen kleinen Trick. Das ist nämlich umranden. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich jetzt meine Layer hochstelle auf 10 und dann meine Size ganz klein mache auf 0,2. Und dann werde ich das erstmal hier schön schwarz machen. Und dann werde ich hier schön ganz sanft lang gehen, Leute, ganz außen hier schön sanft dran, um das dann außen perfekt dran zu malen. Gut, perfekt ist es gerade noch nicht, aber das wird es auf jeden Fall gleich. So, jetzt hier ganz kurz mal so, dann hier runter gehen und dann hier ran und dann hier ran. Das gleiche gilt natürlich auch jetzt hier für die Extrahäuser. Das bedeutet hier einmal ganz kurz, dann hier kommt eine schöne Tür ran, Freunde. Hier eine kleine schöne Tür mit so einem Griff. Dann hier nochmal ganz kurz, so, okay. Und dann kommen hier schon noch die Fenster rein. Das bedeutet jetzt hier einmal ganz kurz, die Fenster werden jetzt hier auch entstehen. Einmal hier, Leute, einmal hier zwei Fenster. So, und dann kommen hier nochmal ganz kurz ein paar Fenster ran. So, zack, zack, zack. Und ich glaube, die 5 Minuten sind auch gleich schon um, Leute. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch das Dach malen. Das Dach wird auf jeden Fall jetzt hier schön so ein weißes Dach, Freunde. Und das kommt jetzt hier erstmal schön mit einer ordentlichen Größe rein. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier 0,5. Gehen jetzt erstmal schön ran an das Dach. Dann hier, Leute, das Dach wird nochmal ein bisschen höher gemacht. So, bedeutet, das ist so ein kleines Scheunendach. Und hier kommt das Dach halt so ran. Und zwar zack. Okay, und dann wird das alles schön aufgemalt, Freunde. So, alles hier schon rangemalt und so. Jetzt können wir auch hier ein bisschen ranmalen. Zack. Ja, also sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich bin jetzt nicht so der beste Künstler. Man kann mich jetzt nicht unbedingt Picasso nennen, aber der Huggy Wuggy, den er eben gemalt hat, da hat man schon gesehen, da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Und die 5 Minuten, wie ihr gerade hört, Leute, sind um. Das ist jetzt mein kleines Haus. Ich muss nochmal schnell vielleicht die Fenster irgendwie wie blau malen oder sowas. So, hier ganz kurz blau rein. So, blau rein. Und blau rein. Okay. Es geht weiter. So, ja. Also, Proxo, zeig mir her hier, was du am Start hast für dein Ding da. Ich sag dir, ich habe das Beste gemalt, was du dir vorstellen kannst. Und du wirst mich nicht schlagen. Okay, ich bin nämlich hier oben bin ich. Siehst du mich? Wo bist denn du? Hier oben. Du musst hier hochklettern und dann musst du es angucken. Oh! Ja, ja, ja. Unstabil geworden. Das ist mein Haus am See. Siehst du das Boot da, ja? Schon detailreich und so, auch mit den Menschen. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ne? Ja, Größenverhältnis also, und so ein bisschen anders, aber. Okay, komm, wir gucken mal Mainz an. Mainz ist nämlich ein Leuchtturm geworden. Ich weiß nicht, was das ist. Was sind denn meine Bilder die ganze Zeit, Digga? Leuchtturm. Also, das ist ein Leuchtturm. Also es ist so, als würde da irgendwie so ein Kindergartenkind mit Wachsmalstiften irgendwie an diese Wand wirklich? Anmalen. Was willst denn du, Alter? Das ist so krass war dein Bild jetzt auch also, nicht. Also echt, ey. Was ist das für ein sagen, Rasen? Die Leute abstimmen in den Kommentaren, wer ja, gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall werden die abstimmen in den Kommentaren. Ey, was hast du denn okay, du denn gerade da gemalt? Ey, ich finde mein Bild super. Okay, also, pass auf. Jetzt machen wir noch das Heftigste. Und zwar werden wir jetzt hier ein heftiges Auto malen in 5 Minuten. Und das entscheidet jetzt alles. Das heißt, wir sehen uns bis gleich, Kaspar. Okay, okay, bis gleich, bis gleich. Alles klar, Freunde. Wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, um ein Auto zu malen. Und ich würde sagen, wir werden das Auto jetzt mal schön hier auf Oldschool so richtig hier reinpainten, Freunde. Das heißt, hier werde ich jetzt mal anfangen,
angefangen, schwarze Reifen zu machen, so als die ersten Layer. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man hier so ordentlich was macht. Ne? Das heißt, hier einmal kurz einen Reifen und dann hier hinten den nächsten Reifen, Freunde. Dann als nächstes müssen wir jetzt hier nochmal schön diese Karosserie machen. Und ich habe schon gesehen, oh Gott, wenn man natürlich anfängt, Leute, das Ganze so ein bisschen feiner zu malen, sieht das automatisch auch besser aus. Ne? Das heißt, hier haben wir jetzt schon mal so ein bisschen die Reifen gemalt. So hier vorne. Dann machen wir hier nochmal so einen kleinen Spoiler. Dann ist hier, zack, kommen jetzt hier gleich diese Windschutzscheibe rauf. Hier geht es dann oben weiter. Dann werden wir das Ganze nochmal hier ein bisschen weiter malen. Und hier hinten fällt das Ganze dann natürlich ab, um dann quasi auch nochmal hier die Karosserie zu nehmen. Und dann, so, Grundriss von dem Auto haben wir schon mal geschafft, Freunde. Das heißt, hier ist das Auto gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir machen hier schon mal so ein paar Felgen rein, auf jeden Fall auch. Bedeutet, wir machen jetzt hier so einen kleinen Punkt in der Mitte. Hier auch einen Punkt in der Mitte. Aber wir machen jetzt richtig schicke Felgen rein, Leute. Und zwar so eine richtig coolen Felgen. So, zack, zack und zack. Okay, dann fangen wir jetzt auch an, hier so ein bisschen mal die Scheiben anzumalen. Bedeutet, hier kommt so eine schöne, oh Gott, kommt so eine schöne kleine Scheibe ran. Und zwar hier müssen wir mal ganz kurz auch noch rüber malen. So, Scheibe ist hier am Start. Die geht dann natürlich weiter bis hierhin. So, dann haben wir hier natürlich nochmal so eine kleine Limousine. Hier kommt auch nochmal ganz kurz eine Scheibe rein. Und hier kommt auch nochmal ganz kurz eine Scheibe rein. Okay. So, dann haben wir das schon mal auch gemalt. Damit wir schon mal wissen, wie es ungefähr alles aussieht. Dann ist natürlich hier so eine kleine Tür, Freunde. Beziehungsweise hier wird so eine kleine Tür dann sein. Oh Gott. Okay, ich muss mir gerade überlegen, wie wir das jetzt machen. Es sieht jetzt noch nicht so perfekt aus. Ich male jetzt erst nochmal vielleicht so eine kleine Straße dahin. Damit man schon mal so ein bisschen Pluspunkte sich ergattert. Das heißt, hier kommt so eine kleine Straße ran. Okay, mit vielleicht noch so diesen weißen Pöllern, die man so kennt. Das ist hier ganz kurz den mit diesen schwarzen Teilen. So, und dann nochmal ganz kurz hier. Zack, und dann hier oben vielleicht nochmal so ein bisschen gelb. Okay, und dann haben wir schon mal das gemalt. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen so diese Fensterscheiben besser. Bedeutet, wir machen jetzt hier, oh Gott, ist natürlich jetzt eine andere Farbe leider geworden. Egal, Freunde, das sieht man im Endeffekt nicht. So, hier schön. Zack, 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 zack. Ich glaube, wenn wir das Auto schon mal anfangen, rot zu malen, sollte das, glaube ich, auch allgemein ein bisschen besser aussehen. Das heißt, hier machen wir schönes Rot rein, Freunde. Und das wird jetzt hier erstmal ordentlich reingemalt hier, damit das ganze Auto danach ordentlich besser aussieht. Das heißt, hier schon mal alles reinfüllen, so wie es muss, Leute. So, zack, erstmal außen. So, da muss man ein bisschen feiner gleich reingehen. Denn hier malen wir auch nochmal ganz kurz rüber. Das sah jetzt nicht so optimal aus. So, hier erstmal zack, zack, zack. Ordentlich rein. Und dann können wir es nämlich so machen. So, hier. Jupp, auch hier rüber gehen. Hier nochmal ganz kurz rein. Okay. So, es sieht schon mal, guck mal, es nimmt schon ein bisschen mehr Gestalt an, ne? Noch ein bisschen First Person jetzt hier, damit wir ein bisschen feiner reingehen können. So, ausmalen. Hier, zack, ausgemalt. Dann den Türgriff dürfen wir vielleicht nicht vergessen. So, hier so ein bisschen rein, weil das ist auch nicht so wild jetzt gerade. Hier vorne können wir nochmal ganz kurz ordentlich was malen. So, an den Reifen vorbei. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Okay, Leute, ich glaube, unser Auto wird viel besser aussehen als das von Kaspar. So, zack und zack. Und hier und jetzt mal oben so ein bisschen die Kleinigkeiten. Machen jetzt nur noch mal so eine kleine Antenne ran. Und zwar haben wir jetzt hier so eine kleine Antenne. So, kleine Antenne ist am Start. Und dann müssen wir hier nochmal ganz kurz hier das Rote nochmal ganz kurz ausmalen. Und zwar hier so kleine Feinigkeiten hier. So, Feinheiten. So, zack, machen wir ein bisschen die Größe nochmal ein bisschen größer. Und dann sind auch, glaube ich, gleich schon die 5 Minuten um. So, okay, hier nochmal ganz kurz ein bisschen rübermalen, wenn das geht. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Wir machen jetzt hier nochmal richtig coole Neonbeleuchtung. Das war in so lila, Freunde. Die kommen jetzt nochmal ganz kurz hier runter. So, kurz eine coole Neonbeleuchtung. Die ist dann jetzt hier noch am Start. Zack, 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 eine Neonbeleuchtung, Leute. So, okay. Und hier auch nochmal, zack, okay. So, dann machen wir hier vorne mal ganz kurz ein paar Scheinwerfer ran. Die werden dann weiß aussehen. Und zwar so ungefähr. Kleiner Scheinwerfer. Okay. Dann nochmal überlegen. Wir müssen die Reifen, glaube ich, nochmal ausmalen. Ne? Ich würde sagen, wir machen die Reifen. Komm, pass auf. Ich mache jetzt hier schön weiß. Und mal das Ganze so ein bisschen über, Freunde. Damit das vielleicht noch ein bisschen besser aussieht. So, jetzt hier, zack, weiße Reifen. Hier auch nochmal ganz kurz im Kreis mitnehmen. So. Hat eigentlich ganz schön viel Stil und die 5 Minuten sind auch sogar schon oben jetzt gerade. Mal gucken, was Kaspar denn da gemalt haben wird. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr stolz auf das Ganze jetzt hier, was man gerade sehen kann. Okay, ich bin fertig.
Wie sieht's bei dir aus, Brock, so? Ich bin auch fertig. Wo bist du denn jetzt gerade? Lass mal deins zuerst angucken. Ich bin hier vorne beim Skatepark. Siehst du mich? Ja, hier hinten. Aber mit hier. Also, ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ne, also, das ist jetzt nicht dein Auto, was ich gerade sehe, oder? Ja, wieso? Das ist es. Oh, Kaspo. Nein, hier an der Wand. Okay, ich muss sagen, sieht echt gut aus, ne? Mit so einem Spoiler auch noch dazu. Vielen Dank. Ich habe mich für so ein bisschen längeres Auto entschieden. Ich kann jetzt mal ganz kurz zeigen. So limousinemäßig oder was? Ja, schon so ein bisschen limousinemäßig. Du wirst auf jeden Fall sehen, was ich meine. Ja, gucken wir mal. Also sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ja, das war das Kaspo-Mobil, ne? Das gefällt mir gut, muss ich sagen. Ja, hat auf jeden Fall echt was drauf. So, ich habe mir jetzt hier so ein bisschen oldschool, so ein bisschen hier. Zack. Ja. Ah! So, hier, das sind diese... Hey! Was ist das denn? Das ist mein Auto! Ist das ein ferngesteuertes Auto oder wie sagt das oben so ein komischer Antenne? Das ist die Antenne, damit kannst du das Satelliten empfangen, hast du damit. Ja, nicht in der Mitte des Autos! Klar, du kannst damit Satellitenfernsehen gucken. Strom oder was? Nein, das sind Satelliten... Aber guck mal hier, siehst du, was ich hier gemalt habe? Was ich hier gemalt habe? Die Felgen! Ja, das ist das Einzige, was cool ist, dass du an so einen Poller gedacht hast. Ja, genau, die Felgen sind... Guck dir mal die Spitze an! Siehst du diese... Boah, was soll das... Du wolltest ein Ferrari malen oder sowas? Gar nicht, ich wollte eine Limousine malen. Das sieht voll blöd aus. Gar nicht. Okay, also, ich würde sagen, die Zuschauer können das Ganze entscheiden. Die Zuschauer dürfen abstimmen, Broxer. Okay, würde ich auch sagen. Wir werden heute der längste Wurm auf der ganzen Welt. Was am Ende dieses Videos passiert, macht mich sprachlos. Los geht's. Alter! Hast du einen Sonnenbrand oder was ist los, Kaspar? Und du bist so ein Flamingo-Wurm oder was? Hä, gar nicht. Ich bin so eine kleine Süßstange, so zu Weihnachten. Du bist ein kleiner Regenwurm, glaube ich. Bin ich gar nicht. Pass auf, wir machen, lass mal eine kleine Challenge machen, okay? Ich werde heute der längste Wurm der Welt und ich werde auch einfach versuchen, länger als du zu werden. Niemals, das wirst du niemals schaffen. Garantiert. Nein, schaffst du niemals, er kommt ein Apfel. Okay, also es geht darum, heute der längste Wurm der Welt zu werden und wir müssen auf jeden Fall diese ganzen Sachen, die hier so rumliegen, immer aufessen. Ne? Ja, ich würde sagen, wir sollten am besten jetzt mal hier in die PvP-Arena gehen. Und Alter, dann will direkt einen Kampf. Ich will direkt einen Kampf. Ich will direkt einen Kampf und dich heute besiegen, ne? Aha. Der Gewinner, also, der dreimal heute gegeneinander gewinnt, ne? Ja. Der kriegt einfach von dem anderen 100 Euro. Alter, was ist das denn, ey? Ja. Okay. Ja, ich weiß. Okay. Das heißt, der gewinnt 100 Euro. Ja, ich überlege gerade, kann man irgendwie auch Speed machen, dass man schneller wird oder sowas? Nee, ne? Ja, doch. Oh. Ab und zu, glaube ich. Oh. Muss ich holen. Oh. Okay, also wie genug funktioniert das jetzt? Oh, Alter, mein Gott, da kannst du viele Sachen essen! Ja! Yeah. Nein! Yeah. Oh mein Gott, wie ist der, wieso ist der nicht gestorben? Ich frage mich auch, warum er nicht gestorben ist, hä? Oh liegt aber auf jeden Fall echt ordentlich noch viel rum. Die ist nicht ohne, ne? Ich werde jetzt auf dich gehen und werde ich dich killen, Bro. Nein, ich würde lieber nicht, wenn ich du wäre, auf mich gehen, ne? Ich würde es lieber vermeiden. Ich bin hier der kleine Wurmprofi, ne? Ich wollte ja. Oh, nein! Ja! Nee. Der kleine Wurmprofi, genau. Ich hab mich so gefreut, ey. Na, genau, gut, ich komm wieder. Der kleine Wurmprofi. Wir machen uns erstmal warm. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm. Ja, okay. Ja, gut, okay. Dann machen wir uns erstmal ein bisschen warm. Aber ich sag dir, ich werde dich trotzdem besiegen. Ich bin jetzt schon fast in den Top 10 von den Größten. Ich werde hier auf Platz 1 werden heute. Gar nichts wirst du. Wo sieht man denn, welche Größe man überhaupt hat? Oben rechts. Ich bin halt Größe 31. Ah. Ah ja, Größe 31. Okay, ich bin Platz 35. Ja, ist doch voll schlecht. Schon Platz 11. Ich bin Platz 11. Ja, ich weiß, weil ich auch die ganze Zeit... Oh mein Gott, da vorne. Da liegt so viel. Oh mein Gott. Nein, die schnappt sich das, alle. Holt sich Kaspo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, yeah. Alter. Ich habe gerade richtig viel eingesammelt. Oh mein Gott. Ja, ey. Hä? Als wenn du nicht gestorben bist. Als wärst du nicht gestorben. Alter, ich hab dich so berührt. Ich hab dich so berührt. Oh, ich bin jetzt auf Platz 5. Guck mal, ich bin auf Platz 4. Ich bin jetzt gerade Platz 24. Ich bin mega lange. Ich kann vielleicht gleich die Krone mir aufsetzen, ne? Gar nichts kannst du. Ich werde jetzt hier auch nochmal richten. Oh mein Gott, noch einer gestorben hier vorne. Zack, zack. Oh mein Gott, ehrlich? Opa! Komm her, mein Kleiner! Mich will die ganze Zeit jemand holen. Das ist voll nervig. Oh! Noch einer tot hier. Noch einer? Was? Ah! Hey, wieso stirbt die nicht? Ich muss mehr ins Geschehen gehen. Ich muss mehr ins Geschehen gehen. Siehst du das? Was ist denn? Die fährt gegen meinen Kopf und die stirbt gar nicht. Hä? Was? Wie kann man denn jemanden killen? Du musst die besser irgendwie holen, glaube ich, ne? Weiß ich auch nicht. Wie kann man denn jemanden killen? Einfach nur oben einschlängeln? Oh, ich will nicht drauf gehen jetzt hier. Ich bin gerade echt gut am Start. Oh. Hier, auch der hier. Guck mal, hast du es gesehen? Was denn? Der pisst einfach durch mich durch, ich hab den einfach komplett eingekesselt. Du schielst, glaube ich, einfach. Mehr ist das nicht. Ja, guck's an jetzt! Ja! Du schielst! Jetzt hab ich ihn! Jetzt hab ich ihn! Mann, das hat voll lang gedauert hier. Okay. So.
Platz 21, sag dir, ich werde hier heute. Haha! Ey! Warum stimmst du nicht? Du hast doch nicht Glück gehabt gerade! Ich hab deinen Kopf komplett eingekesselt. Ich hab deinen Kopf komplett eingekesselt gerade. Oh mein Gott, hier liegt so viel Essen jetzt gerade, ne? Liegt so viel Essen. Der hier, guck mal, der hängt da richtig. Ja! Wow. Nein! Nein! Ja, das werde ich jetzt einkesseln. Das werde ich jetzt machen. Ich werde dich einkesseln. Hau mal ab hier. Alter, was ist das denn für ein Alien? Stimmt. Was ist das denn für ein Alien, Alter? Ey, wer ist denn jetzt hier bitte schon noch heftiger? Wer ist denn noch größer jetzt hier gerade? Der ist wahrscheinlich gar nicht in der Arena. Ich bin schon Platz 19. Doch, der ist hier in der Arena. Das ist nur die Arena, glaube ich, gerade, ne? Hier, diese Muffy oder so. Die müssen wir holen. Den hol dir jetzt, komm! Ey, ich hab die so eingekesselt, Digga. Ey, komm schon. Wo bist du? Oha! Alter! Ey! Komm mal her hier, mein Freund! Wow! Oh mein Gott! Wow. Jawohl, ich hab einen geholt! Oh mein Gott, sie ist die Königin, siehst du das? Hier, die Königin! Lass zusammen drauf! Nee, ich werde dich holen, das ist das Ding. Oh. Hier, jetzt aber! Komm schon, die Königin! Oh mein Gott! Nee, du hast nicht ihren ganzen Kopf gehabt, die ist ein bisschen rübergesprungen. Was passiert mit ihr? Sie hängt fest! Sie hängt fest, los! Ey, was? Was? Wie stimmt die nicht? Nee, guck sie an, wo ich hier hänge. Was? Sie springt rüber. Die springt rüber. Hä, was hat die für ein Heck oder so? Ey, was? Hä? Ich hab sie doch voll. Was? Oh mein Gott. Die springt über alle hier drüber. Doch. Oh Gott. Die hackt oder irgendwie? Ey, jetzt bin ich gestorben. Ich hab nicht mal einen berührt. Ey, jetzt bin ich nur auf Platz 6. Nicht gut, ich will ein höherer Platz werden. Also wirklich, das ist ja mal mega schwer. Ja, du musst richtig voll. Oh, ich glaube, jetzt ist hier gerade ein Kampf. Voll einkreisen, meinst du? Komm schon, ich will abstauben. Das ist mein Ziel, ist einfach abzustauben. Ah, okay. Ich muss sehr viel essen. Oh mein Gott! Da vorne! Oh mein Gott! Nein! Und für mich hier gibt's die Bananen! Ja! Ich hab noch einen gekillt! Oh mein Gott, hier liegt richtig viel! Ja, zwei gekillt! Als ob, okay. Sehr gut. Ich probiere jetzt immer noch auf die Königin zu gehen, aber sie ist echt mega schwierig gerade zu holen. Ja, die hat mich eingekreist und wie kann die nicht sterben, Alter? Ja, die ist auch irgendwie klein. Dann gehen wir mal auf die Königin zu gehen da. Aber zack, alles essen jetzt hier. Oh yeah. Ne? Oh mein Gott, da hinten! Nein, die Königin! Hey! Hau ab! Nein! Oh! Ja, komm schon! Ey, was? 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 Ich schaff's nicht! Nein! Ja! Wo kommt die denn her? Ich bin auch gestorben! Wurm einfach! Der blöde kleine Wurm! Was hat die denn gerade? Egal, wir gehen wieder rein in die PvP-Arena. Rein in die Arena, Alter! Ey, da kam die aus dem Nichts, Alter! 2 Zentimeter und holt mich! Alter, das Ding ist, ich bin auch gestorben, instant! Ja, ey, wir müssen unbedingt jetzt diese Königin holen, ne? Ohne Spaß. Ich kann euch angehen. Ja. Du stirbst, wenn dein Kopf einen anderen Wurm trifft. Okay, gut zu wissen. Oh, ab. Ja. Du doch mal ab hier, was willst du? Komm die schneller als. Wollen die herkommen, die killen wir jetzt hier. Was ist denn da oben? Hä? Dieser Flamingo, sicher jetzt erst. Guck jetzt! Ja, hol's ein. Wie ist die Hops nehmen? Hä? Oh, los! Sie bleibt stehen, sie ist geschützt. Los, nimm du die andere Seite! Geh du ran! Schnell! Bam! Ja! Ja! Oh mein Gott! Alter, okay. Die Mega-Länge bekommen! Okay. Hier, guck mal, die guckt ruhig auf. Komm schon! Nein! Kriegst du die? Die hat uns eben gekillt, das ist die! Ey, die ist voll schnell, die hüpft die ganze Zeit! Ja, die sind auch voll am Laggen alle, ne? Irgendwie. Bei dir ich hab das Gefühl, wenn man hüpft, ist man schneller. Okay, ich brauch mehr Tempo. Wo ist jetzt hier die Königin, ne? Was willst du hier, mein Freund? Den hol ich mir jetzt hier! Ja, schnapp sie dir jetzt alle, sehr gut! Ja, los! Nein, der ganz kleine nervige Wurm hier. Nein! Jawohl, 1:0 für mich. 1:0 für mich, Kaspar. Nicht schlecht. Du Armer. Ich bin jetzt wieder Platz 18, Mann. Ja, ich bin Platz 7. Ich will unbedingt Platz 1 heute werden. Ich will jetzt mal Platz 10 werden wenigstens. Nein, da vorne ist jemand gestorben. Die sich gerade alle geholt. Wie lange jetzt auch schon ist gerade... Aber hier, Captain Blaubeer, was willst du... Der hat mich schon wieder gekillt. Als ob. Lol. Am Eingang hat er mich geholt. Jawohl, ganz viel Essen. Wow, der ist einfach auf mich reingefahren. Gerades Essen. Und noch einer. Oh mein Gott. Ey, ich bin jetzt Platz 5. Ich habe gerade so viel bekommen, ne? Als wenn du jetzt gerade schon so viel Cash gemacht hast. Ja, es sind gerade einfach 3 mich reingefahren. Ey, ich bin jetzt giftgrün, ne? Jetzt werde ich mir dich mal holen. Was willst du? Als giftgrüner Wurm. Als giftgrüner Wurm niemals.
Man darf mich nicht angucken, denn ich bin giftig. Mhm, okay. Ah, ich sehe dich, aha. Sieht cool aus, ob ich hier direkt eine... Kann ich hier direkt hier einsperren? Langsam, aber sicher, ey. Hier vorne, hier... Jawohl, komm schon, die fährt doch gegen mich. Hier, ja, komm schon. Ist doch voll gegen mich gefahren. Hi. Kasper. Voll gegen mich. Was? Da siehst du das auch? Du bist doch voll gegen sie gefahren. Ey, gar nicht. Los ab, hau ab. Ich will das 2-0 haben. Dann lass ich mich nicht. Oh mein Gott, hier vorne gestorben, du hast es nicht gesehen. Wer? Nein, der hat es gesagt, hier gerade der Blaue. Als ob, das habe ich echt nicht gesehen. Oh, da ist jetzt gerade richtig Action. Rambazamba ist da vorne. Ich glaube, da geht jetzt gleich einer rauf. Ja, da muss einer drauf gehen. Der wird abgestaubt. Oh mein Gott. Oh. Wow, jetzt aber komm schon. Jetzt aber irgendwer. Na jetzt, los. Jetzt irgendwer jetzt hier. Komm schon. Was ist denn da mit dem? Ja. Oh mein Gott, hier. Ja. Nein, der steckt sich schon wieder alles weg. Oh mein Gott. Komm schon. Jetzt sich. Oh nein. Der hat sich einfach geholt. Der hat sich alles gesnackt von dir. Hast du mich auch gerecht? Nee, leider nicht. Der holt sich gerade wieder andere Würmer. Ich werde mich jetzt selber rächen und dann will ich da jetzt endlich mal jemanden killen, ey. Okay, dann mach das auf jeden Fall. Platz da! Haut mal ab hier! Mein Gott, ey. So, und jetzt rein da. Oh mein Gott, hier sind gerade so lange Würmer am Start. Guck mal, die sind frigid, das ist Platz 2. Stimmt. Ey, die müssen jetzt draufgehen. Ja! Oh mein Gott, nein! Bist du draufgegangen? Nein, aber ich habe gesehen, wie du ihn gekillt hast. Ja, ja, Platz 4 jetzt hier, ne? Oh, Alter. Dieser Frigid, der möchte Ärger haben. Hey! Ja, lol! Nein! Hey, du Assi! Ja! Ja! 2-0! Oh, doch ab! 2-0! Digga! Ey, noch einmal und du musst mir 100 Euro geben, Kasper. Nee, das finde ich richtig unkorrekt, ey. Oh, fährt die mich rein? Oh, der Blaue kommt wieder rein, Der Blaue kommt wieder rein? Ja, die traut sich hier gerade nicht reinzukommen, weil ich hier vorm Eingang stehe. So, ja, ich habe noch eine gekillt. Ich bin Platz 3 jetzt, fast erster Platz. Du killst auch mich die ganze Zeit, dabei habe ich das viel bessere Internet als du. Hä, was für Internet? Du musst halt einfach Skill haben. Ich hab voll die Lags die ganze Zeit, du nicht? Nee. Oh, ab da jetzt, du Assi, Alter! Oh, so knapp. Oh, ab da. So mein knapp, Gott, dass ich das schon direkt gewonnen hätte jetzt, Alter. Was für so knapp? Was für nicht ansatzweise knapp. Oh. Man kann so richtig sein, hinten seine... Oh mein Gott. Wir müssen den Typen holen, ne? Ja, den lang... Hier vorne, die Frau hier vorne. Das pinke Ding hier. Das pinke Ding? Hier, die jetzt. Ja, komm, genau. Aber die ist eingekreist die ganze Zeit. Kreis ein die jetzt. Komm, du kannst einfach... Geht voll schwer. Fahren. Die ist selber voll lang. Die ist ja länger als ich. Oh, ich bin Platz 3. Nein! Ich hab dich... Hab ich dich geholt? Nein! Ja, ich hab dich geholt, Kasper, glaube ich. Können wir noch ein Leben? Ja, gut, ein Leben, okay. Ich dachte, du hast mich gar nicht gekillt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Frau hat mich gekillt. Ich glaube auch. Diese andere Wurm. Oh. Ein Leben habe ich noch. Ja, ich habe noch einen geholt jetzt hier. Oh, ganz viel Essen. Ganz viel Essen. Ey, ich bin gerade mal Platz 25, Mann. Oh mein Gott, ich habe noch einen geholt. Ey, Mann, ich bin immer noch auf Platz 4. Ich will auf Platz 1 werden. Oh. Ey, muss ja. Oh mein Gott, ja, und FM. Ey, was geht hier ab, Alter? Wie viele kommen jetzt gerade ins Stadion rein? Oh mein Gott, noch eingekillt, ja! Sehr gut. Ja, den größten! Oh mein Gott, oh. Das glaub ich nicht! Ja! 100 Euro weg! Jawohl! Ey, 100 Euro weggesnackt! Alter! Verdammt, ey! Aber wir können, pass auf, wir können es so machen, wenn wir es schaffen, den Größten zu besiegen, dann musst du mir nichts schenken. Ja, okay. Wollen wir also zusammen in einem Stand? Genau, wir gehen jetzt zusammen auf den Größten. Kostet es, was es wolle, Alter! Oh mein Gott! Mmh, oh mein Gott, das schmeckt hier gut! Das schmeckt ja anders gut! Das schmeckt hier richtig, richtig gut! Okay, jetzt müssen wir auf den Größten gehen, Kaspar. Und zwar ist es jetzt hier gerade dieser Frigid. Das hier. Platz 14 bin ich schon. Schaffe ich es noch Top 10 hier? Okay, rauf hier. Der kreist sich die ganze Zeit ein. Aber guck mal, der eine probiert ihn auch zu holen. Platz 2 und Platz 3 jetzt hier. Oh mein Gott. Hau ab! Hey! Hat er sich geholt? Nein, du hast ihm gerade das Futter gegeben. Ey, jetzt geh ran da, Broxo. Komm schon. Ich bin doch schon dran. Gib mein Bestes. Mann. Ey, der hat mich gefuttert. Warte mal, ich habe hier eine Idee. Man kann hier für 10 Robux kann man sich einen Speedboost kaufen, sehe ich gerade. Stimmt. Mach ich mal. So, mal gucken, ey, er kreist mich ein, er will mich... Ich hab ihn geholt! Oh mein Gott, Maschine! Oh mein Gott, ich bin jetzt schon Platz 3! Meinst du, du schaffst doch Platz 1 jetzt gleich? Gute Frage, ich hole jetzt auch mal ganz kurz so einen Speedboost. So mal 2 Speedboosts hole ich mir jetzt hier. So. 100 Robux, okay. Alter, ich bin jetzt mega schnell.
bist... Ey, ich hab gar nicht jemanden berührt. Wieso sterbe ich? Hey, was? Oh mein Gott, ich bin gerade mega schnell. Oh Gott, da liegt richtig viel. Oh mein Gott, ich kill sie alle. Oh mein Gott, du Maschine. Alter, ich kill sie alle, Kaspar. Ich kill noch einen. Machst du echt? Oh mein Gott, ich kill noch einen. Was ist mit dir? Oh mein Gott, ich bin fast Platz 1. Ey, da liegen so viele Sachen gerade. Was? Oh, ich hab noch einen geholt. Ich staub ab. Hier, lecker. Ey, lass mir ein bisschen was hier oben. Ich hab einen fast jetzt... Alter, der mich fast weggeslappt. Sehr gut. Ey, ich bin so groß gerade. Ja, Länge. Ich hab eine größere Länge jetzt. So. Wow. Ey, das ist wirklich... Oh mein Gott. Ey, ich bin jetzt immer noch Platz 4. Ich bin so knapp davor Platz 1. Ey, Mann, ich... Ey, Digga, das ist so am Laggen. Ich berühre die halt nicht. Wow. Dann sterbe ich trotzdem. Oh, komm schon. Ich muss diesen Typen jetzt hier holen. Ey, ich berühre die halt nicht mal. Ihr seht es. Ich bin noch nie draufgegangen. Ey, das ist einfach rausgegangen. Ey, da kommt jetzt ein richtig langer. Platz 1 ist drinne. Jetzt. Oh mein Gott, den müssen wir jetzt holen, Kaspar. Den müssen wir jetzt holen. Okay, den König. Direkt ran. Direkt ran. Was macht er denn? Der geht raus. Ey, die killen mich! Ich berühre die nicht mal! Bei mir berühre ich die nicht mal, Digga, ich krieg das nicht! Ja, genau. Oh mein Gott, ich hab noch einen gekillt. Hui! Hui! Hier hab ich nicht berührt. Ey, der König kommt wieder, hier ist der König gerade. Ja, ja. Kommt er jetzt gerade wieder? Er kommt nicht PvP, er sammelt hier langsam rum, er hat Angst. Aber wir. Oh mein Gott, ist hier noch jemand? Du musst dich so richtig aufwirbeln, damit mit deinem Schwanz die ganze Leute klatschen. Safe, ich merke das schon. Hier, so. Und zack! Komm schon. Back up! Komm schon, wieso kill ich? Krieg die nicht gekillt? Ja, ich hab noch. Das war leicht, ich krieg sie alle gekillt. Ich hab die so weggehauen mit meinem Schwanz hier gerade, aber trotzdem. Ja, ich hab sie eingekreist. Oh mein Gott, aufgegessen. Hau ab jetzt hier, du blöder. Der König kommt! Der König da ist da. Der König als ist ob. Da. Der König ist da! Als ob. Oh, er ist wieder rausgegangen. Was ist denn das? Ich wurde gekillt! Boot versus Boot. Welche von den vier Booten wird heute gewinnen? Wow, oh Kaspar, wo bist du, hä? Ich bin hier drüben, Farbe grün. Und du? Welche Farbe ich bist du? Ich bin Farbe gelb. Ich schieße erstmal hier auf dein Boot drauf. Mit. Oh. Alter! Lässt du immer mein Boot in Ruhe? Bam! Auf gar keinen Fall jetzt hier. Ich kann mich sogar... Ey, lass uns zusammen auf den Roten gehen. Wow! Hä? Was schießt du da? Wieso schießt du so schnell damit rum? Wow! Wenn Alter. Du dich traust! Aua, du hast mich gekillt! Ja, genau sehr getroffen. Gut. Guck mal, ich schieße die ganze Zeit mit so Kanonen und so schieße ich weiter. Ey, das ist ja voll krass. Also anscheinend müssen wir jetzt hier gegen die anderen Boote kämpfen und der gewonnen hat, hat quasi das höchste Boot, ja, oder was? Das letzte Boot, das noch steht, wird hier heute gewinnen, ne? Oh. So, ich weiß gar nicht, wie Alter, ich alles schießen soll am besten gerade. Oh Gott, der greift mich. Ach, der ist in meinem Team. Lol, der hilft mir. Oh mein Gott, ist gerade ein Boot zerfetzt worden. Ja, Mann, die gehen alle auf mich. Boom. Hab ich das. Keiner geht auf dich. Keiner, ja, ich sehe das. Keiner geht auf dich. Alter, ich schieße sein Boot übertrieben kaputt gerade. Warte, ich soll aufhören? Okay. Ey! Ja. Der hat meine Kanone kaputt gemacht. Ja, die nächste schieße ich jetzt auch noch kaputt. Bam! Wie jetzt? Nein, ey, die machen alle meine Kanonen kaputt jetzt. Ja, selbst schuld. Auf einmal gehen sie jetzt alle auf mich oder was? Was soll das denn? Ja, das hast du davon, Mann. Selbst schuld ist das. Hey, ich hab. Hast du auch irgendwie. Mir fehlt jetzt gerade eine Waffe oder so, ne? Oder kann man die nur alle. Mir nicht. Ich werde dein Boot hier jetzt erstmal komplett. Jeder geht auf. Du wirst angegriffen. Ey, ich werde voll angegriffen. Was soll denn das gerade? Ja, siehst du nicht, der ist an Bord schon bei dir. Der ist an Bord. Wie, der ist an Bord? Wo ist Meuterei der? Unten im Keller. Hä, ich hab meinen Arm verloren irgendwie. Meuterei, er kommt, er ist oben. Ich hab. Mir fehlt mein Arm oder sowas. Der Schatz geklaut. Der klaut. Ey, ich kann nichts machen, mir fehlt ein Arm. Du musst das Schwert rausholen, dann kannst du ihn kaputt machen. Geht nicht, ich hab. Warte mal, ich muss hier, glaube ich, erstmal ganz kurz ins Wasser springen. Mir wurde mein Arm abgeschossen, ne? Das war das Problem. Boom! Jetzt hab ich alle Waffen auch wieder. Ey, mein komplettes Boot wird zerstört von euch. Ja, und das wird auch gleich untergehen, hoffentlich. Ich schieße es auf deins weiter jetzt hier. Was soll das denn jetzt von euch? Das ist sofort zurück da. So, also. Ey, da kommen wir mit dem Boot rüber. Guck ihn dir an mit dem Boot. Warte, pass auf, ich schieße ihn da. Pass auf. Ich schieße auch auf ihn. Ich hab ihn auch geholt. Ey, was ist denn jetzt? Ey, hier ist eine. Die ist von Encanto oder sowas. Oh. Wie von Encanto, oder? Was macht die da? Zeig mal, die soll die echt vorne in die Kante, oder? Ey, ich krieg sie nicht das. Ah, das ist diese in meinem Team, ach so. Oh, Alter, du Blindfisch, sag mal. Echt voll blind gerade von mir. Deinen Rechten. Pass auf, 3, 2, 1. Alter, bei dir wurde gerade voll. Nein! Oh, bei dir aber auch, bei dir auch.
Bei mir auch. Der ganze Mast ist hier eingeschlossen. Alter, okay, warte mal, ich muss jetzt überlegen, wie kriegt man am besten jetzt hier... Ey, was? Okay, mein Boot wird komplett zerstört. Wow, nein! Da ist auch, ja! Ey, ich hab einen Schutz! Ey, guck dir mal bitte schön in den Ding. Keiner geht auf den Blauen, der Blaue geht durchgehend auf mich. Stimmt, warte mal, den Blauen schießen. Lass ihn mal zusammen abschießen. Komm hier, auf den Blauen. Ja, ich schieß gerade mal auch den Blauen kaputt. So, jetzt hier ganz kurz die Kanone. Wir müssen seine Kanonen kaputt schießen. Der hat noch beide Kanonen. Ich weiß, ich schieße oben auf so eine Kiste von dem. Oh, ja, ich hab ihn! Sehr gut, sehr gut. Okay, warte, hier unten. Was kann man hier unten noch alles holen? Nächste Kanone. Zack, Schott! Ey, mein Ding ist schon so kaputt gegangen. Aber was kann man mit der Kiste machen, ist halt die Frage. Ey, jetzt kommt der Rote zu mir angefahren. Schieß auf ihn, schnell! Was kann man mit der Kiste machen? Aua! Der soll abhauen hier! Weg mit dir! Der Blaue kommt gerade zu dir. Wow! Oh Gott, ich muss es ganz schnell hier im Boot nehmen. Ey! Ich hab irgendwer gekillt. Hier ist der Blaue. Mann, hau ab da unten, Mensch. Meuterei hier, oder was? Oh, der Rote wurde gerade vorher voll weggeballert. Ich alles kaputt von meinen Sachen. Okay, ich war jetzt auch ganz kurz beim Boot dahin. Und jetzt? Kann ich nicht lassen. Ey, jetzt gehen sie alle auf mich. Oh. Ich mach Meuterei jetzt beim Blauen, mache ich jetzt. Meuterei beim Blauen. Meuterei, mein Boot. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Ich muss jetzt in mein Boot. Ey, die gehen immer auf mich. Nee, die gehen voll auf mein Boot die ganze Zeit. Ich müsste mal auf den Blauen gehen. Bam! Ich hab den Roten geholt jetzt gerade. Der Blaue hier unten noch. Bist du der Grüne? So, weg mit dem erstmal jetzt. Oh mein Gott, das rote Boot ist eigentlich kaputt. Guck mal, das rote Boot. Oh mein Gott, du hast recht. Nein, jetzt kommt er schon wieder jetzt angefahren. Jetzt kommt er zu meinem Boot. Der ist auf meinem Boot drauf. Was macht er denn jetzt? Hier der Blaue. Der soll von meinem Boot runtergehen. Jetzt schieße ich den auch ab hier. Jetzt schieße ich hier schön auf sein blaues Boot hier. Boom! Bam, bam! Bam, ich schieße jetzt auch gerade die ganze Zeit auf den. Schön Schrott. So, komm schon. Hier drüben noch eine Rakete hin. Komm schon. Ja, die fliegt gut. Er geht nicht kaputt. Boom, der muss jetzt nicht mal abhauen. Der soll mein Boot in Ruhe lassen. Der hat mein Boot geklaut. Mein grünes Boot. Nein. Was? Ah, der grünes Boot ist kaputt gegangen. Oh mein Gott. Ja, der hat mein Boot kaputt geschossen. Der blöde. Ja. Mann, ich kill mich doch mal. Aber mein Boot ist doch. Das Ding ist, der Blaue ist einfach auf. Warte mal. Der ist so gut. Der geht auch nur auf mich, der Blaue. Ist voll unfair. Boom. Oh Gott. Ich bin da. Jetzt. Boom. Siehst du das? Ja, boom. Was? Das grüne Team wurde eliminiert. Das bin ich. Du wurdest eliminiert? Wie ging das denn gerade? Ja, der hat mein Boot halt komplett... Mann, der soll mich in Ruhe lassen. Der ist voll... Ja, ich bin tot. Ah, da ist einer, der... Oh, jetzt wird er... Der kriegt so eine RPG ab. Bam. Oh mein Gott, der wollte mein Boot kaputt machen. Von hier oben. Hä, das ist ja voll blöd jetzt. Ich kann gar nichts mehr machen von hier. Aua. Ey, der hat mich auch geholt. Ist gerade der Blaue. Okay, jetzt muss ich irgendwie gucken. Wo ist der jetzt hin? Ich muss... Jawohl! Habe ich ihn... Jawohl, er ist im Wasser gerade gelandet. Guck mal auf das Boot von dem Blauen! Ja, wir müssen das blaue Boot zerstören am besten. Pass auf, guck drauf! Was? Drei. Du droppst eine Megabombe? Ich hab dir eine Megabombe gekauft! Das war's mit dir! Oh mein Gott! Jo! Boom, Junge! Das rote Team wurde eliminiert sogar jetzt gerade. Rote auch, Alter. Sag mal, ich sag dir das. Ey, was war denn jetzt gerade da? Was hast du da für eine krasse Bombe auf ihn gedroppt? Ja, du kannst für 99 Robux, kannst du dir so eine Bombe kaufen. Das mache ich jetzt nochmal auf ihn, ne? Ey, der holt mich schon wieder, der Blaue. Mach den Blauen fertig, Kaspar! Und 3, 2, 1! Jawohl, komm schon! Boom! Was? In das Boot. Guck dir mal an, wie viele Teile da liegen. Nein, mein Boot. Nein. Alter, Kaspar, jetzt müssen wir 20 Deathmatch machen, ne? Bedeutet... Was? Oh mein Gott, hier ist... Die Boote gehen gar nicht kaputt, ne? Das Ding ist, wir müssen jetzt anscheinend... Genau, die Boote gehen, glaube ich, nicht kaputt. Wir müssen jetzt irgendwie uns anscheinend gegenseitig eliminieren. Aha, okay. So funktioniert das also. Ja, hier. Oh, komm schon. Oh, einer ist schon runtergefallen. Also oben steht auf die ganzen Kills dann und wir müssen probieren, die meisten Kills gegen die Gegner zu machen. Auf den Blauen. Schnell, schieß drauf! Schieß doch drauf! Jetzt! Die kommt gut. Nein, ich habe mir eine Glatze geschossen! Ja! Deathmatch! Oh mein Gott, was? Nummer 1 haben wir schon mal gekillt. Stimmt, das ist echt ein Kill gerade, sehe ich gerade. Ja, jetzt die von. Wow, dein Mast! Alter, wie mein Mast. Ey, hört auf meinen Mast zu schießen. Boom, nächsten habe ich geholt. Sehr gut. So, jetzt wird es auf jeden Fall jetzt hier. Jetzt wird es Ärger geben. Guck mal, deinen Typen. Deinen Grünen jetzt. Pass auf, guck mal auf deinen Grünen. Nein, hau ab. Ich sag mal, das glaube ich nicht. Da unten fährst du rum mit Glatze. Mit Glatze einfach. Ja, du wurdest geholt. Ja, Rot hat schon 2 Kills. Aber das glaube ich nicht. Ganz wichtig. Ganz wichtig gerade. Komm jetzt noch auf einen. Zack, Alter. Rot hat 3 Kills jetzt sogar schon. Nein.
Mhm. Mega wichtig gerade. Ich komme! Bam! Jawohl! Ganz wichtig jetzt gerade. Oh, der fällt sogar ins Wasser. Also Rudert sogar jetzt schon 4 Kills. So. Nein, der ist gerade. Ich bin rot. Ja, du bist rot. Oh, wow. Okay, muss er nur irgendwie gucken, dass er schnell genug schießt, glaube ich. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich muss hier mal ein bisschen auf dich schießen, ne? Du nervst da vorne mit deiner... Wir sind gerade irgendwie alle im Wasser. Nee, du triffst mich hier. Du triffst mich auch nicht. Oh. Kein Problem, Kasper. Wow! Alter, oh mein Gott, angeschossen, Boot angeschossen. Ja, traust du dich auch näher an mich anzukommen, hä? Traust du dich näher ran, hä? Bam! Jetzt aber, komm schon! Ja. Meuterei! Ja! Boom, jetzt aber! Nein! Jawohl! Und zählt das als Kill? Mann, das zählt nicht als Kill, weil du ins Wasser gefallen bist. Ja, komm, Boot raus! Ey! Ja, selbst schon! Was? Okay, pass auf, jetzt muss ich muss besser machen. Und zwar, warte, das Ding jetzt hier, wo bist du jetzt gerade, Kasper? Oh, der fliegt gut! Boom! Wo bist du jetzt gerade, hä? Ich fahr hier rum beim Blauen. Ach, da hinten? Was? Hier waren ganz kurz ein paar Bomben. Ja. Wieso? Ein paar Bomben! Hör auf! Ja, kannst mal sehen jetzt hier gerade. Oh. Ah, am nächsten geholt! Ich hab gerade eine Bombe gedroppt. Oh, ich habe eine Bombe gedroppt. Ach, so funktioniert das, okay? Oh nein. Okay, wo ist die anscheinend? Guck mal, der Blaue hat auch noch 0 Kills, ne? Ja, der Blaue hat 0 Kills. Okay, ich muss aber jetzt, glaube ich, hier schon mein Boot jetzt, glaube ich, hier rausholen. Ja. Ich glaube, sonst anders macht man auch keine Kills hier. So. No. Oh, Junge! Den und. Oh, ich hab so dass du den Blauen gerade weggeholt gerade. Was, das war gerade so knapp. Oh Gott. Gelb hol ich mir. Boom, hab ich. Sehr gut. Wo ist die auf den Blauen. Meuterei. Auf den Blauen. Meuterei. Zack. Und jetzt hier nochmal schön. Boom, ja. Auf dich. Nein, nicht auf mich. Auf dich. Jawohl, ich komm schon. Oh mein Gott, wo bist du? Nein, ich bin unten drunter gefangen! Nein, ich bin gestorben! Oh, jetzt wird was geholt! Jetzt wird was geholt! So, zurück auf den Boden! Oh mein Gott, jetzt wird's heftig! Nein! Jetzt wird's heftig! Jawohl! Und sie denkt sich, was ist jetzt los? Bam! Die Megabombe einfach! Hast du das gesehen? Einfach die Megabombe ausgepackt. Ich sehe die ganzen Splitter. Wow! Wie knapp war denn das gerade? Nein! Bist du? Dein Kollege ist voll gut! Ich weiß, ich habe einen Profi engagiert. Ah, und bam! Ich habe einen direkten Treffer gemacht. Sehr gut. Ganz wichtig. Hey! Ich schieße aus Versehen meinen eigenen Weg hier kaputt. Oh, zack! Ey, was? Ohne Spaß. Ich muss diese eine da holen, ne? Team Blau. Der steht ganz schnell und. Jawohl! Ey, wir haben schon 13 Eliminierungen gerade. Sehr gut. Hier kommt nächstes Mal noch. Wo bist du jetzt gerade hin, Kaspar? Ich habe jetzt richtig. Ich fahr hier gerade rum. Ja, guck doch mal nach hinten. Weg hier! No! Ja, trau dich doch, ey, komm doch ran hier! Was? Ich soll mich trauen? Hau bloß ab da mit deinem blöden. Ja? Ey, Mann, ich schieß gegen mein eigenes Boot die ganze Zeit. Ich soll mich trauen, Kaspar? Ja, hau mal bloß ab da, was willst du machen, hä? Du willst dich schon wieder stressen? Ey, das ist nicht dein Ernst! Nein! Ja! Oh mein Gott, das war gerade so heftig! Bist du gestorben? Nein, ich bin gerade noch runtergesprungen in der letzten Sekunde. Auf den Blauen jetzt! Jawohl! Bam! Auf den Blauen! Okay, Rot hat sogar schon 14 Eliminierungen gerade. Blaues Team wurde eliminiert. Was? Die sind komplett Schrott gegangen. Hau ab da mit deinen Schüssen, ne? Ja, pass auf jetzt hier. Wow! Nein! Komm schon! Nein, der ey, holt was? Mich auf! Oh, der Gelbe wollte gerade richtig auf. Einen 30er-Move machen. Oh, was ist denn das? Der Gelbe! Der will mich holen, ich hab ihn aber. Ich hab den Gelben geholt, Kaspar. Hau ab da jetzt mit dir. Ja. Geh weg! Oh, pass auf, Kaspar. Ja! Selbst schuld, das erste davon, sag mal, hä? Ja, du sagst selbst schuld. Mein Kollege ist auch nur auf K hier, den ich arrangiert habe. Ja. Pass auf, Kaspar. Ja. Attacke! Nein, hast du da?
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt auf dich geschossen wurde. Oh, wow, die schießt alle auf mich! Ja, ja, pass auf! Oh, 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 da steht ein AFK! Easy kill! Nein! Easy kill! Und bam, hab die AFK da geholt. Wir haben jetzt schon 17 Kills gerade, ne? Dein Boot zerstören, habe ich das Gefühl. Ich muss dein Boot zerstören, damit du nicht mehr respawnst. Oh! Nein! Nein! Ja! Hey, hör auf! Oh mein Gott, der Gelbe macht dir die ganze Zeit Schaden! Hör auf jetzt damit! Oh mein Gott, deiner ist so ein Pro, deiner ist so ein Pro! Der spielt das Gelbe wurde eliminiert! Ja, bam! Nein! Von oben! Uns fehlt noch ein Kill, dann hat einfach Team Rot gerade gewonnen mit einem Kill. Und den werde ich jetzt machen, Kaspar. Da ist er nämlich! Mega Bombe raus! Da ist er nämlich! Mega Bombe raus! Der auf dem Grün! Der auf dem Grünen! Ja! Guck mir dein Boot an! Das rote Team hat gewonnen! Das ist von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt die bei mir zu Hause. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.